Ja. Vielen Dank, dass ich hier zu Ihnen reden darf. Ich will das wirklich heute kurz fassen. Es ist nicht ganz leicht zu sprechen als ein Vertreter der freien Wohlfahrtspflege in diesem Kontext. Der freie Wohlfahrtspflege gehört sicher zur sozialen Ökonomie, aber es gibt eben da doch viele Dinge, die nochmal neu durchdacht werden müssen. Ich selbst bin beim Caritas-Verband für Grundsatzfragen der Sozial- und Europapolitik und hatte die Gelegenheit, 2 Jahre lang der Koordinator der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege hier in Nordrhein-Westfalen zu sein. Mein Stichwort ist eigentlich das der Solidarität und da schließe ich mich sicher bei den Vorrednern an. Dieses Wort ist ja nicht gebucht durch die freie Wohlfahrtspflege, sondern das ist ein Anspruch, der an Personen genauso wie an das Gemeinwesen geht. Wer stark ist, der trägt den Schwachen, das ist die Idee und das sind genossenschaftliche Verbünde eine Form, das zu realisieren. Das andere ist, dass unser Grundgesetz ja schon ganz simpel ausführt, dass die Eigentum verpflichtet und wir zahlen Steuern, mit den Steuern werden Ressourcen ermöglicht, die dann wieder einen sozialen Ausgleich eben auch schaffen. Und die freie Wohlfahrtspflege ist in zweierlei Hinsicht hier beteiligt. Zum einen sieht sie sich in einer Gestaltungspartnerschaft zum Beispiel mit dem Land Nordrhein-Westfalen in den Fragen, mit den Fragen befasst, wie das Soziale gestaltet werden kann und sieht sich da in einer anwaltschaftlichen Funktion. Und das Zweite ist, dass die freie Wohlfahrtspflege ja sehr konkret da Dinge tut, die zum Teil mehr oder weniger von der öffentlichen Hand finanziert sind. Es sind 500.000 Angestellte, die bei den Trägern der freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Das ist, glaube ich, wert, diese Fragen dann auch in einem Wirtschaftszusammenhang auch zu sehen. Da sind natürlich lauter viele kleine EVs, Vereine verschiedener Rechtsformen, die das tun. Und etwa die gleiche Anzahl von Ehrenamtlichen, die versuchen, eben einen solidarischen Beitrag zu leisten durch ihr Tun. Das Prinzip des Gemeinwohls ist also Richtschnur auch wirtschaftlichen Handels in der freien Wohlfahrtspflege. Vom traditionellen Selbstverständnis ist es natürlich so, dass die Caritas zum Beispiel ganz klar sagt, wir sind im eigenen Auftrag unterwegs und nicht nur Auftragnehmer oder Dienstleister im staatlichen Auftrag oder auch im Auftrag der Krankenkassen. Es gibt immer wieder die Idee, dass das Soziale durch mehr Wettbewerb doch befeuert werden soll, nach vorne gebracht werden soll. Das sozialpolitische Dreiecksverhältnis bildet so einen Wettbewerb ab. Es ist aber ein Trugschluss, wenn man meint, jetzt durch Verwirtschaftung aller Bereiche zum Ziel zu kommen. Wir haben teilweise in einigen Leistungsbereichen eine Situation, wo die Refinanzierung der Leistung überhaupt nicht mehr funktioniert und also auch Mitarbeiter im Grunde nicht mehr tariflich bezahlt werden können. Und wenn wir über Nachhaltigkeit nachdenken, dann müssen wir über Kreisläufe nachdenken und dann spielt auch das eine große Rolle, wie gesagt, bei der großen Anzahl von Mitarbeitern in der freien Wohlfahrtspflege. Es gibt eine Innovationskraft in der freien Wohlfahrtspflege, weil es ein zivilgesellschaftlich getragener Bereich ist. Und da gibt es viele, viele Ideen, wie man die aktuellen Probleme eben angreifen kann, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene. Ich möchte als Beispiel mal eine Sache rausgreifen. Wir haben die zu sagen, Caritas-Verband für das Bistum Köln arbeitet man stark an einem Modell von Sozialfirmen, wo man doch in Zukunft dahin kommen möchte, Langzeitarbeitslose ähnlich zu beschäftigen, wie es auch im Behindertenbereich eigentlich mit den Integrationsbetrieben geschieht, dass dort eben auch Minderleistungsausgleiche durchaus in Anspruch genommen werden, wenn dann Mitarbeiter in Firmen arbeiten, die dann aber auch voll am Markt tätig sind. Das sind Ansätze, über die man nachdenken muss. In der Regel sprechen wir über solche Dinge mit dem Arbeitsminister und Sozialminister. Aber es gibt hier eine ganze Menge zu tun. Die freie Wohlfahrtspflege hat
fast unendlich viele Facetten und Fragen und unterschiedliche Organisationsformen. Das wird bei weitem den Rahmen sprengen. Aber es gibt viele, viele Berührungspunkte zu den hier genannten Themen, zu den Initiativen. Und ich denke, auf allen diesen Ebenen geht es darum, solidarischer zu werden. Auch in der freien Wohlfahrtspflege ist man nicht gefeit vor natürlich Eigenmechanismen des Marktes, Sicherung von Besitzständen und dergleichen. Ist ein Vorwurf, den man immer wieder hört. Aber es geht darum, vor Ort eben gute Lösungen zu finden und sich von diesen Dingen doch fernzuhalten. Das wollte ich nur sagen. Danke.